Diesem Spiel fiebern alle schon seit Tagen entgegen. Es ist ein echtes Highlight. Der Fußball-Leckerbissen. Jetzt geht er endlich los. Bleiben Sie dran. Liebe Zuschauer, willkommen hier im Signal Iduna Park, wo es heute zum Gipfeltreffen im deutschen Fußball kommt. BVB gegen Bayern. Wer hat aktuell die Nase vorn? Jetzt finden wir es heraus. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ihr Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auch von meiner Seite, hallo. Also das ist ein Spiel, das darf man nicht verpassen. Das sind echte Rivalen. Man schaut immer so ein wenig, was macht der andere? Was machen sie spielerisch und taktisch? Also es wird heute ein Riesenspiel. Das geht gar nicht anders. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Im Tor ist Gregor Kobel. Mats Hummels spielt mit Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung. Julian Brandt steht mit Marcel Sabitzer im Mittelfeld. Und einziger echter Stürmer ist heute Sebastian Haller. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Manuel Neuer. Leon Goretzka steht mit Konrad Leimer im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Das könnte was werden jetzt. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Benzema. Da ist Hummels. Daniel Malen. Dortmund über außen. Er gefährlich. Gehalten. Stark gemacht. Upamecano. Goretzka ist es. Harry Kane. Mit viel Geduld bauen sie das Spiel auf. Ballgewinn war fast abzusehen, weil sie hier sehr hoch stehen, weil sie ganz früh stören. Schönes Pressing jetzt. Immer noch mit dem Ball. Sebastian Haller mit dem Ball jetzt. Chance zur Führung. Das macht er sicher. Die Ecke kommt in die Arme von Neuer. So wird das natürlich nichts mit dem Treffer. Und der Ballverlust. Leroy Sané. Den Zweikampf führt er sehr gut. Adeyemi. Der Ball jetzt bei Karim Adeyemi. Wird das das Führungstor? Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Es gibt Strafstoß für Dortmund. Reus läuft an. Der Ball ist im Netz. Der Elfer von Reus passt. Eigentlich gut gemacht, beinahe gehalten. Wir sehen es in der Wiederholung. Am Ende fehlen nur wenige Zentimeter. Das ist ein ganz knappes Ding.
Rückstand für die Bayern. Jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Kimmich. Musiala ist das. Musiala. Ball jetzt bei Kane. Sané. Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Könnte der Ausgleich sein. Da passt der Klasse auf. Jetzt Thomas Müller. Schön geklärt da von Mats Hummels. Die Bayern im Vorwärtsgang. Musiala. Guter Pass jetzt. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Da ist Platz für den Konter. Riasson. Ballverlust. Goretzka. Kimmich. Davis. Davis. Müller mit Platz. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Benzemaini. Dortmund über außen. Klasse, wie er da hingeht. Gibt Einwurf. Alea. Oh, die Riesenchance. Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Macht das unheimlich gut. Den Schuss kannst du nicht halten. Das ist ein super Tor. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Konrad Leimer. Am Ball Sané. Ball zurück zu Sané. Leroy Sané. Da muss er hin und holt sich den Ball. Malen. Sie stören früh und da haben sie Erfolg. Ball wird geblockt. Ecke kommt lang. Schöner Kopfball. Und der war nicht einfach zu halten. Allerdings, der hätte gepasst, aber der Torhüter passt klasse auf. Marco Reus führt aus. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Harry Kane. Am Ball Sané. Harry Kane.
Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Die Bayern im Vorwärtsgang. Leon Goretzka. Er passt gut auf und hat den Ball. Und Reus. Jetzt Hummels. Brandt. Gutes Tackling. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Der BVB hat hier bisher alles im Griff. Klare Führung. Wir machen weiter mit dem zweiten Spielabschnitt. Goretzka. Den Zweikampf führt er sehr gut. Adeyemi. Benzemaini. Da ist die Flanke. Neuer Held war noch im Spiel. Befreiungsschlag. Das ist Daniel Mahlen. Gut verteidigt. Harry Kane. Mit dem Ball Sané. Angriff kommt über Musiala. Leroy Sané. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Keine gute Flanke, einfach zu halten. Er verliert da den Ball. Sané. Am Ball Sané. Ball zurück zu Sané. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Musiala! Sichere Parade. Sie holen sich den Ballbesitz. Goretzka. Goretzka ist es. Jetzt die Bayern im Angriff. Ball jetzt bei Harry Kane. Unheimlich wichtig, dass er da zur Stelle ist. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Die Bayern wechseln. Leroy Sané. Am Ball Sané. Sané weiter am Ball. Leroy Sané wartet. Ja, ja, die Kollegen sollen nachhören. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Dortmund wechselt. Upamecano. Mahlen.
Mal bei Alea. Chance zum Konter jetzt. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Guter Vorstoß jetzt. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Auf Außen ist jetzt Platz. Marcel Sabitzer. Niklas Süle am Ball. Sie müssen den Ball abgeben. Goretzka. Leimer. Das ist Guerrero. Sané. Kane ist das. Guerrero. Und dann ist der Ballverlust da und der Angriff beendet. Und Reus. Marcel Sabitzer. Kane hat da mehrere Optionen. Blockt ab. Und jetzt Reus. Vielleicht die Konterchance. Da aus enormer Entfernung. Keine echte Torgefahr. Was für ein Schuss! Was für ein Traumtor! Da packt er einfach mal einen aus. Da ist die Lücke für einen Moment da. Das sieht er, erkennt das, hält drauf. Sehenswertes Tor. So, weiter geht es hier für Dortmund. Läuft's. Der Vorsprung beträgt 3 Tore. Ball draußen, wird Einwurf geben. Masraoui. Am Ball Sané. Oh, jetzt Einwurf für die Bayern. Guerrero. Harry Kane. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Malen. Da ist Hummels. Süle. Daniel Mahlen am Ball. Das wird Ecke geben. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Er geht in den Strafraum. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. 6 Minuten sind noch zu gehen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Sané. Sané könnte es über außen versuchen. Stark gearbeitet.
frühes Pressing. Sofort ist der Druck da und jetzt haben sie den Ball. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Fans können erstmal durchatmen. Kein Problem, geklärt von Hummels. Nachspielzeit hier, 2 Minuten. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Das ist Sebastian Haller. Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Schlusspfiff, das war's für heute. Sieger des Spiels ist Borussia Dortmund. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Schönes Spiel, schöne Leistung, Tor gemacht, Sieg eingefahren und es gab ja weitere gute Szenen. Hätte hier durchaus noch mehr machen können als diesen einen Treffer. Da hat so ein bisschen das Glück gefehlt.